Moin moin meine Leute und willkommen zurück hier zu Far Cry New Dawn für die PlayStation. Und uns fehlt noch ein Spezialist für Priority und den versuchen wir uns jetzt zu schnappen. Meine Stimme ist ein bisschen daneben, ich hoffe es stört nicht allzu sehr. So, wir gehen auf die Karte. Wir können hier eh noch nicht in diesem Gebiet so viel machen, aber wir müssen in die andere Richtung auf jeden Fall. Aber wir können ja schon mal einen Punkt setzen. Und zwar lassen wir erstmal den Punkt hier hin. Das nehmen wir nämlich direkt auf den Weg mit ein. So. Guck mal hier. Danke. Gegner? Keine Gegner? Keine Gegner. So. Das ist, glaube ich, ein kleines Lager oder irgendwas, was wir da einnehmen können, auf jeden Fall. Aber wir können da ja leider nicht hin schnell reisen, denn man muss die Gebiete erst entdeckt haben, bevor man da hin kann. Was machen wir jetzt? So, warte. Oh. Blöde Tante. Oh. Ah, ich helfe dir, warte. So, ich hoffe, das Lager ist jetzt nicht gerade von uns irgendwie aufgeweckt worden, aber wir sind ja gar nicht in der Nähe, also ist egal. So, wir plündern noch ein bisschen hier. Was ist denn noch da? So. Na gut. Paco. Was ist denn das hier überhaupt? Sollen wir hier mal reingehen kurz? Wir gehen mal kurz hier rein. Einsammeln. Oben. Noch eine Kiste. Ist tot. Den können wir auf jeden Fall nicht mehr helfen. Oder geht noch an der Etage höher. Ich muss gleich runter sliden von hier oben. Noch eine Kiste habe ich gesehen. Noch mit. Noch nicht rein, aber hier gehen wir hoch. Was oben los ist. Nicht so viel, aber wir können, glaube ich, noch eine Etage hören, ne? Machen wir es doch mal. Schauen wir mal, was da oben los ist für uns. Ob wir da irgendwas haben, was wir gebrauchen können vielleicht. So, auf jeden Fall ist die Kiste da. Haben wir alle vier Kisten? So, es gibt bestimmt... Oh, hier ist auch noch was. Ein Seil, wo ich runter kann? Tatsächlich kein Seil. Ja, haben sie dich. Aber wir können auch runterspringen. Wir können mal einen Gleitschirm. So, müssen in die Richtung eh. Oh. Das ist so clever. Ja, wir haben uns ja ein bisschen aufgepimpt. Das heißt, ich kann ja jetzt Edens Kräfte nutzen. Das geht ungefähr so, wenn ich laufe. So, wenn ich laufe, das zeige ich euch gleich mal. Okay, kann ich einen nehmen? Was ist er denn für eine Mission hier? Fragen wir ihn nochmal kurz. Jetzt mit Ihnen. Ich habe Trucks der Highwaymen aus dem Silo kommen sehen. Da mal unsere Ethanolfabrik. Jeder Tropfen, den sie uns wegnehmen, ist eine schlechte Nachricht. Ich kann besser schlafen, wenn die Fabrik wieder uns gehört. Okay. Oh, die Raffinerie ausmusten. Genau, da laufen wir jetzt ja hin. So, noch mit. Aber wir jagen ein bisschen unterwegs. Aber ich kann jetzt, wenn ich laufe, springen. Und ich kann doppelt springen. Wie so ein Freak. Cool, oder? Gut. So, da ist die Raffinerie, die müssen wir einnehmen. Die müssen wir natürlich leise einnehmen. Das heißt, wir machen erst Observation und dann nehmen wir sie ein.
Ist auch geil, dass die Spacken hier sich immer so weit bemerkbar machen in ihrer Kackmusik. So, mal gucken. Was sehen hier? Ist auch einer. 2, 3, 4. Das ist jetzt noch die erste Stufe, ist jetzt nicht so wild. Aber wir wollen natürlich irgendwie einen coolen, von der coolen Lage aus angreifen. Also mal gucken, wie wir das am besten machen. Gesehen werden wollen wir natürlich nicht. Ob es noch einen anderen Weg gibt, wo wir längs gehen können. Links. Gucken wir mal. Einmal außen rum so ein bisschen. Ich glaube, von hier hinten kann man besser angreifen. Trotzdem nochmal mit dem Fernglas. Noch einer. Scharfschütze sogar. Und dann wieder in den Wald rein. Hier gibt es auf jeden Fall einen Turm, wo wir rauf können. Das macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn. Ich glaube, von da kann die uns teilweise auch sehen, aber... Ah, verdammt. So, wir machen es anders. Der Alarm müssen wir auch noch ausschalten. Wir gehen mal kurz hier hoch. Ich weiß nicht, ob die uns sehen können. Wenn die uns von hier oben jetzt sehen, haben wir echt Pech gehabt. Und da ist auch noch einer. Problem ist, ich würde natürlich gerne den Alarm erst ausschalten. Den können wir nicht von hier ausschalten, das geht leider nicht. Können wir den Sniper hinten ausschalten, glaube ich. Ach, sie ruft um Hilfe. Muss noch runter. Feige Sau? Niemand nennt mich eine feige Sau. Hätt ihr das noch? So. Martin, oh, wir haben gar keine Munition mehr. Was ist das denn? Dann müssen wir hier schießen. So. Schießt einfach da oben. Okay. Kurz warten. Okay, müssen wir mit der Sniper-Helm mal Munition kontrollieren sollen. Oh. Okay, müssen wir anders holen. Über die Waffe. So, du blöde Nutte. Oh, hab ich Nutte gesagt? So. Blödes Viech. Gut, eingenommen. Zack. Unsere Munition auffüllen wieder. Denn ich glaube, wir nehmen das Ding gleich nochmal ein. Wenn wir mehr Ethanol bekommen. So, hier machen wir erstmal Munition auffüllen. Achso. Auffüllen. Yes, herstellen. Los. Okay. Es gibt eine Reihe trügerischer.
Es gibt eine Reihe trügerischer Höhlen in der Nähe. Man erzählt sich, dass da vergrabene Schätze zu finden sind, aber die meisten Leute, die da reingehen, kommen nie wieder raus. Das ist uncool. Zeig mal auf der Karte, wo das ist. Okay. Gut, wir machen erstmal, wir gehen jetzt hier hin. So, wir bleiben jetzt direkt beim Außenposten und nehmen den gleich nochmal ein. Müssen wir hinkriegen. Wir müssen es nur leise machen und wir müssen den Alarm vorausschalten. Also unsere Mission ist, Alarm ausschalten und dann die Leute erledigen. Mehr müssen wir gar nicht machen. Das kann nicht so schwer sein. Munition ist voll. So, gucken wir mal. So, wir haben zwei Alarmtürme. Einer ist da hinten, den sehe ich schon. Da rennen wir mal ganz kurz vorbei. Die Raffinerie zurückgeholt und destillieren da Ethanol, also sollte genug da sein. Achte auf Alarmsysteme. Die rufen Vollstrecker. Das ist Alarm im Haus drin. Den anderen Alarm können wir von hier aber auch nicht ausschalten, ne? Scheiße. Doch, können wir. Das ist natürlich die blöde Tante da. Wenn ich sie jetzt nicht richtig treffe. Da unten ist Alarm, vielleicht kriegen wir den erwischt. Ach, verdammt. Scheiße. Wir schicken ein paar Problemhörer als Verstärkung. Kurz hier hinten rumrennen. Ah. Den Dings nehmen. Verdammt. Wie viele Leute jetzt hier? Ne? Eingemacht. Hey, ich krieg mit, dass sie mich trifft. Okay, wir müssen ein bisschen härtere Geschütze aufziehen. Oh shit. Oh Mist. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Wir müssen nicht mehr machen. Emotionen hier. Ja.
mal kurz warten hier. Scheiße, ey. Ich würde ihn gerne befreien ausposten, ohne jetzt drauf zu gehen. Ach, da. Mist, ey. Mist, Mist, Mist. Drüben ist sie. Okay, versuchen wir von hier zu erledigen. Die nicht, ne? Schießt auf mich. Ah, Mann. Diese Kuh. Ein bisschen Munition dabei, die wir benutzen können. Schießt denn da auf mich? Okay, das ist ein Sniper. Okay, aufpassen. Ach, das ist noch einer, okay. So, weg damit. Wenn wir unter dieses Ding rankommen. Dass wir schon mehr Leben haben. Wichser! Dieser Penner wird das Geschütz da nehmen und ihn gleich wegflanken. Er hat auch immer gleich wieder Leben, ne? Das Problem. Oh, warte mal, wir haben voll Energie und dann laufen wir da runter, nehmen das Geschütz und schießen einfach oben auf ihn drauf. Mal gucken, das klappt. So. Schwachmato. Wir haben ihn erwischt. Schon mal gut. Ah, wie die geilsten. So, weg damit. Die Raffinerie ist befreit. So, das zweite Mal. Jetzt kriegen wir natürlich wieder Kohle. Wir wollen keine Musik haben. Denn Musik ist scheiße. So. Ist eigentlich nicht scheiße, aber ich habe ein letztes Video wurde gesperrt wegen Musik und das ist natürlich sehr nervig. So, Beute eintauschen wir auch nochmal. Yes. Das war richtig viel. Und ihr auch sehen. So, jetzt plündern wir das Ganze nochmal.
So, wir wollen uns natürlich nicht nochmal einnehmen, das machen wir nicht, das ist zu viel. Aber von da aus können wir jetzt erstmal weiterreisen. So dahin, wo wir hinwollen, ne? Logischerweise. Wir müssen ja den nächsten Spezialisten finden, das machen wir jetzt heute noch. Gucken wir mal, wo der sitzt. So. Hier wollen wir nicht angreifen, deswegen müssen wir Spezialisten einmal ausgucken. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Und da ist unser Spezialist. Und da müssen wir hin. Also, machen wir hier mal. Wegpunkt. Und dann geht's in die Richtung. So. Die Highwaymen haben wieder die Raffinerie besetzt. Mit ihren härtesten Schlägern. Da gibt es jede Menge Ethanol, aber sei bloß vorsichtig. Nee, wir wollen das Ethanol jetzt nicht. Wir machen das, wenn wir ein bisschen besser sind. Befreien wir auch den Außenposten. Das machen wir jetzt aber nicht. Da müssen wir erst die goldenen Waffen für haben. Das heißt, wie viel Ethanol haben wir jetzt? Wir brauchen noch 18, dann können wir nämlich unsere Waffen erhöhen. Das machen wir dann auch. Aber dafür müssen wir jetzt den nächsten erstmal holen, den nächsten sozusagen Spezialisten und noch ein bisschen Ethanol einheimsen. Kriegen wir bestimmt mal irgendwoher. Ah, da bahnt sich eine kleine Erkältung an hier, ne? Super. Richtig Spaß. Oh, guck mal. Ah, okay. Elite Bison. Na. In die Richtung. Mann, Mann, Mann. Jetzt könnten wir gut ein Fahrzeug gebrauchen. Vielleicht können wir noch irgendeins. Ist das der mutierte Bison? Ich würde sagen, ja. Können wir den hiermit erledigen? Das ist ein Riesenviech, oder? Ich glaube, mutiert war der gar nicht. Aber er ist zumindest weg. So. Okay. Weiter geht's. So, muss ich auch rüberschwimmen. Mein Gott, das Wasser ist auch echt mal sowas von blau wie in der Kälte weg fast. Wahrscheinlich nicht so gesund durch die ganze Strahlung von der Atombombe. Durch. Wenn das mal irgendein Wagen müssen wir so mal schnappen gleich. Und gleich die Straße sehe ich, da wird man schon so mal einen Wagen entgegenkommen. Den werden wir dann seines Autos entledigen. Er ist schon gestorben. Da muss ich nichts mehr machen. Irgendwas kommt da noch angelaufen. So, markieren wir mal. Für unsere Jagd ist es gar nicht so unwichtig. Hä? Kann ich ganz noch rumdrehen eigentlich auch? Hm. Da haut es ab, das kleine Viech. So, aber gibt es ja nicht irgendwo ein Fahrzeug? Da liegt ja noch so ein Fahrzeug. Kann man es nicht umdrehen? Kann man nutzen? Sieht ja nicht kaputt aus oder so. Nicht doll kaputt zumindest. Drücken. Zack. So, wir können auch in die Richtung fahren, oder? Durch die Wälder. Wenn man aufpasst, sollte es doch fast klappen, dass man nicht komplett drauf geht. Wenn man dann da hochkommt. Das ist die zweite Frage. Was geht los? Oh. Jetzt an. Das kommt, das schaffst du. Das steil ist es gar nicht. Ich muss aufpassen, dass ich den nicht kaputt fahre jetzt. Das ist ein einziges Fahrzeug. Das wird gleich gar nichts mehr. So. Jetzt weiter. Da habe ich schon wieder einen Bären. Aber das sind nicht schneller sein als ein Quad. Glaube ich zumindest. Ich
heiliges Holz oder vermachen wir durch? Keine Verstärkung geholt. Nebenbei nochmal einen Außenposten eingenommen. Kann ja nicht schaden. Da haben wir schon mal wieder Ethanol, was natürlich sehr cool ist. Oder? Sehr gut. Wenn die cool sind, holen wir natürlich noch mehr Ethanol. Indem wir das kurz auffüllen. Würde ich sagen. Und dann plündern wir das ganze Teil und lassen die nochmal kommen. Oder? Was halte ich davon? Das ist eine Wahnsinnsidee. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel zum Schuppen. Der Schlüssel ist gemeint. Lass uns doch mal den Schlüssel gucken, suchen für den Schuppen. Während der Belagerung echt tapfer. Bald wird wieder gepflanzt. Na, guck mal hier, das ist auch gut. Das machen wir gleich mal auf. Komm, komm. Kein Problem. Hier sind die Panzerknacker. Ich hab mir schon Sorgen wegen unserer Pottasche. Ja. Schlüssel für den Schuppen müssen wir nochmal irgendwie. Guck mal, was ist der Schuppen hier? Wahrscheinlich, ne? Ach, schau einer an. Die klang wir auch gleich mal. Sehr gut. Munition, aber die brauchen wir nicht. Gut. Gut, sollen wir das Ding nochmal einnehmen? Ich glaube, wir nehmen es nochmal ein. Machen wir einfach. So. Wir suchen nochmal einzunehmen, aber ich glaube, das soll es auch gewesen sein für heute. Und dann müssen wir in der nächsten Folge halt unsere Spezialisten suchen, weil wir sind ja nicht dran. Von daher glaube ich, sollte es nicht so schwierig sein. So, wir müssen jetzt mal das ganze Ding hier ausspionieren. Das Holzfällerlager, das du übernommen hattest, wurde von den Highwaymen zurückerobert. Wenn du erwischt wirst, rufen sie einen Vollstrecker. Da ist schon mal der Alarm. Ein Alarm zumindest. Oder zwei der Alarm ist, weiß ich es gar nicht. Da hinten ist der zweite Alarm. Wenn wir hier mal kurz rüberrennen, ohne entdeckt zu werden. Ach Mann. Okay.
müssen schnell die Tante abbringen. So. Boah. Nein! Nimm Baum. Boah, blöde Truhe. Ich bin's fest. Geht's jetzt eng. Hui. So. Ein bisschen bessere Position hier, ne? Da hinten ist der Wichser. Ist der Vollstrecker da hinten, aber ich weiß nicht, ob es noch mehr Gegner gibt hier. Der Vollstrecker dort hinten. Ist er jetzt hingelaufen, der Typ? Gute Frage, ne? Da. So, scheiße, wenn er seinen Nebel schießt, dann hat man natürlich Pech, dass er nicht mehr sehen kann. Aber wenn man nochmal direkt da reinfeuert, klappt es eigentlich immer. Sehr gut. So viel zum Thema leise einnehmen. Das klappt ja nicht so wunderbar. Aber wir haben es befreit. Das ist das Wichtigste. Und wir haben ordentlich Ethanol wiederbekommen. Und was macht der Hansen jetzt? Klar, müssen wir das gleich nochmal machen. Jetzt erstmal die Information. Hier? Ihr habt die Musik immer. So, ich würde einmal ganz kurz hier rein, denn wir nehmen jetzt einfach eine andere Waffe mit, wenn wir schon hier sind. Denn wir haben ja. Wir brauchen noch eine lila Handfeuerwaffe. Was denn hier? Maschinenpistole? Faustwaffe. Mit. Mal ich alles an. Sie ist klein, aber hey, dafür ist sie schäbig. Okay. Wir nehmen die. Die bauen wir mal. Ja, kaufen wir 250. Wir haben keine 250. Wir stellen die her. So, und wir wollen die dahin haben. Ey, die sieht doch heiß aus. So, Munition noch füllen. So. Und jetzt haben wir schon über 1000 Ethanol, das natürlich cool ist. Und dann plündern wir und hauen ab. So. Dann müsst ihr aber gar nicht mehr dabei sein. Denn das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.